Servus und hallo, sagt der DJ Nick, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier zur finalen Sendung unseres Gas Station Simulator. Ja, warum Finale? Ja, hab lange mit mir gerungen und lang hin und her überlegt, und ich muss eigentlich sagen, ja, es ist, ich habe ganz zu Anfang gesagt, es hat einige Patches gegeben, die es verbessert haben. Das Gameplay hat sich allerdings nicht mehr geändert, und ich bin jetzt dann doch schließlich, es macht Spaß, aber ich bin dann ganz schließlich und endlich jetzt doch leider nicht mehr ganz so warm geworden. Und mir persönlich ist es einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen zu viel, ja, Rumgehetze. Ich muss ehrlich sagen, so dieses von A nach B laufen und irgendwelche Sachen tun, ist jetzt nicht so meins. Also es ist schon spaßig, das will ich dem Spiel überhaupt nicht absprechen, aber so richtig meins ist es nicht. Ich mache jetzt trotzdem einmal hier, damit man das einfach nochmal sieht, welche Tätigkeiten man tut, und ihr das nochmal sehen könnt, was man hier eigentlich alles so machen kann. Dann werden wir ganz kurz jetzt nochmal schnell in den Computer reinschauen, damit ihr auch seht, was denn da eigentlich noch kommen könnte. Und Errungenschaft, ja, recht. Und dann werden wir ein kurzes Review machen, und dann denke ich, ist es auch gut, und lassen wir es auch gut sein. Es war von vornherein tatsächlich ja auch nur als angespielt angedacht, und angespielt haben wir es jetzt ja. Und ich denke, das reicht vollkommen aus. Ihr seht es ja, also man läuft eigentlich im Grunde wirklich im Moment nur von A nach B und macht irgendwie hektisch irgendwelche Dinge. Ja, jetzt wird der andere sagen, ja, du musst es ja nicht hektisch machen, du kannst es ja ruhig machen. Stimmt, aber man will ja dann schließlich endlich irgendwie vorwärts kommen und was erreichen, und das ist ja nur, also es ist wirklich nur dieses von Punkt zu Punkt hetzen, und das sagt mir jetzt irgendwie nicht so zu. Ich wollte euch jetzt einmal zum Finale nochmal schauen, aber mal in den Computer rein, weil wir hier ganz gut schauen können, ja, wie geht es denn eigentlich dann jetzt noch weiter, und im Grunde genommen sind wir schon wirklich tatsächlich fast am Ende angekommen. Es kommt jetzt noch eine Autowaschanlage dazu, das dauert aber nur so ein bisschen. Da kann man dann auch mit so Minispielchen noch Auto waschen oder Auto waschen lassen. Und das war's aber dann. Man konnte zwar jetzt eben zum Beispiel die Tankstelle noch aufleveln mit einem größeren Tank. Man kann die Werkstatt aufleveln. Da kommen aber nur in Anführungsstrichen dann eben noch neue Produkte dazu. Da macht man dann ein bisschen Ölwechsel, und dann kommt noch Batterie und dann Sparkplug. Ach so, das sind Zündkerzen, kann man noch wechseln, und Kühlerflüssigkeit. Und das war's aber dann. Also es ändert sich in der Basis dann nichts mehr. Im Lager wollte ich gar nicht. Ja gut, das Lager wird halt größer. Und man kann immer mehr einlagern und kann dann demnach auch immer mehr verkaufen. Wir sehen es hier, also hier Soft Toys, also Spielzeug, Streichelspielzeug, Brillen und Spielzeug und Süßwaren und Zeitungen und Autopflege und Alkohol und Tabak, und ja, muss ja jetzt nicht alles, also kommt noch dazu, aber es bleibt von der Basis her immer das Gleiche. Man hetzt eigentlich nur von A nach B, was es eben noch erleichtert, und da wollte ich eigentlich hin, aber das dauert mir jetzt einfach zu lange, bis wir dann da sind, dass wir noch Mitarbeiter einstellen können. Naja, man kann dann Mitarbeiter einstellen und eine oder andere Aufgabe dann einem Mitarbeiter übergeben. Der macht es aber auch nur für einen ganz kurzen Zeitraum, und dann muss man es wieder selber machen, so lange, bis man mehrere Mitarbeiter hat. Wenn wir jetzt hier in den Skillbaum, so nenne ich das mal, Levelbaum schalten, man sieht es also schon, wir sind hier noch jetzt Level 1 und haben jetzt Lager und Werkstatt, Lager und Werkstatt, dann gibt es Lager und Werkstatt Level 2. Und dann kommen eben die anderen. Also es wertet sich alles nur noch auf. Das Spiel nimmt keine neue Richtung mehr, wie ich das gehofft habe. Es gibt ein paar neue Werkzeuge. Man kann dann, wenn man will, wenn es einem zu viel hektisch wird, hier ja die einzelnen Dinge ausschalten. Dann macht man aber halt auch wenig Geschäft. Also es ist, ja, überschaubar, würde ich jetzt ehrlich mal sagen. Es ist überschaubar. Es bleibt noch die Möglichkeit auch, wo haben wir denn das hier bei den Einrichtungen? Man kann eben hier noch Parkplätze freischalten. Das ist eigentlich alles, das schaut immer so spannend aus. Man muss hier den Sandweg schaufeln, und dann haben halt immer mehr Autos Platz zum Parken. Da ist auch nicht mehr viel machbar. Und ja, das war es eigentlich. Dann wird die Tankstelle natürlich nur ein bisschen größer. Und man kann noch viel mehr Regale aufstellen, um da verrückt zu werden an dieser Kasse. Und dann ist das Thema eigentlich auch schon durch. Mehr gibt es dann hier
Nicht mehr. Man muss auch nicht mehr erwarten. Ich finde, die Preis-Leistung muss ja immer beieinander bleiben und für das, was das Spiel anbietet, ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn wir jetzt noch einen kurzen Blick aufs Gameplay richten, also die Grafik ist okay. Ich habe, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, es wirkt immer so, als wäre es ein bisschen schwammig. Das ist es tatsächlich. Das liegt aber bestimmt nicht an meinem Computer und es liegt auch nicht dran an den Einstellungen, die sind bei mir auf Vollgas. Das ist wohl so gewollt. Da ist halt einfach nicht mehr rauszuholen. Dann das Gameplay, ja, mein Gameplay von A nach B laufen. Das ist eigentlich, das ist, geht zwar ganz gut von der Hand, alles in allem, aber man tut ja eigentlich nicht viel mehr als von A nach B laufen. Sound, wie ihr hört, gut, den muss ich immer ausschalten. Die Musik muss ich immer ausschalten, aber es ist auch ja, diese mein Dankesager und sonst irgendwie ist jetzt auch nicht so, dass mir das irgendwie jetzt extrem sagt, das ist jetzt die Neuerfindung des Computerspiels. Es ist alles soweit in Ordnung. Also es hat Spaß gemacht für alle die, die sagen, hey, super, das gefällt mir. Bitte gerne, probiert es doch selber mal aus. Ich glaube, das ist auch durchaus finanzierbar. Für mich war es insgesamt leider auch so ein bisschen zu wenig zum Bauen. Ich bin ja so ein bisschen ein Baufreak, das wissen ja die meisten. Wirtschaftssimulationen und Bauen neben Rollenspielen ist ja eigentlich so ein bisschen mein Ding. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass man ein bisschen mehr bauen kann, selber aufbauen kann, dazu bauen kann. Das passiert aber dann alles automatisch. Also der Anbau, hier zum Beispiel kriegen wir nur einen Anbau. Hier, dann wird das größer, das passiert dann alles automatisch. Wir können ihn dann wieder anmalen, aber okay, das ist mir dann leider insgesamt ja schon ein bisschen zu wenig. Also, es hat insgesamt Spaß gemacht, es ist in Ordnung, es war perfekt, finde ich, für einen angespielt, aber ich denke, damit soll es jetzt auch gut gewesen sein. Ich freue mich wahnsinnig, es war jetzt, so ein ganz, ist jetzt nur so eine ganz kurze Abfolge jetzt gewesen mit dem Review, dass wir uns mal anschauen, was passieren. Und damit ist es jetzt auch gegessen. Es war ein schönes angespielt. Der Spielstand bleibt immer da, das wisst ihr ja. Und wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren oder wenn ich mich furchtbar langweile, was ich nicht glaube, dann kann man es ja irgendwann einmal wieder aus der Ecke zerren. Da werden wir dann schon sehen, wie es weitergeht. Grundsätzlich noch, apropos, wie es weitergeht, es kommen neue Projekte. Ich habe ein ganz neues Projekt, das kennt ihr noch nicht, das verrate ich euch auch noch nicht. Es werden unsere Dinosaurier in der vierten Staffel zurückkommen. Das auf alle Fälle, nämlich Jurassic World kommt sicher zurück. Und wir werden auch in naher Zukunft ein neues Crusader Kings machen. Ja, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und da möchte ich wieder was Neues machen. Da wird es aber erst ein bisschen eine Umfrage geben und so weiter. Also, es tut sich jede Menge auf Kanal 4000 und mich freut es, dass ihr da bleibt und dass ihr es abonniert und dass euch das gefällt und ihr Spaß daran habt, weiter den DJ Nick mit seinem Münchner Geschwafel und Kanal 4000 zu schauen. In diesem Sinne, jetzt haben wir knapp 10 Minuten, sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen hier bei Car Simulator. Nee, Car Simulator, Gas Station Simulator. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Schaut's wieder rein. Danke für ein Like, ein Abo, wenn ihr sagt, ja, ist ganz cool. Also Kommentare natürlich immer gerne, was ihr da verhält. Müsst aber auch nicht. Wie euch da noch ist. Bleibt gesund, sagt der DJ Nick. Schaut's wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Servus. Pfiat euch.